Dann auch von uns ein herzliches Hallo und wir schauen uns mal an, was wir jetzt heute vorhaben mit Ihnen. Es geht ja ums gemeinsame Arbeiten. Am Anfang steht wahrscheinlich die Terminfindung. Also erstmal, wer möchte überhaupt miteinander arbeiten und wann können wir am besten zusammenkommen? Wie finden wir zusammen? Vielleicht auch schon Ideen sammeln. Dann geht es weiter wirklich mit dem Brainstorming. Wie können Sie Ideen sammeln und vielleicht auch schon eine leichte Planung vornehmen, Aufgaben verteilen? Wie können Sie sich überhaupt in der Gruppe organisieren? Und dann geht es natürlich ans Arbeiten, also Texte schreiben und auch irgendwo, Entschuldigung, gemeinsam speichern. Also wir haben uns bemüht, so viel wie möglich kostenlose Tools zu finden und solche mit guten Datenschutzbedingungen. Gut, dann wechsle ich jetzt mal live und komme zum ersten Tool. Doodle ist das neue Foodle. Die meisten, die jetzt aus dem Kollegenkreis sind, kennen das sowieso schon. Hier steht nicht mal Foodle drüber, das heißt einfach nur DFN-Terminplaner 4.1. Es hat einfach sehr viel bessere Datenschutzbedingungen als Doodle. Einfach aus dem Grund, man muss sich nicht anmelden. Und die wenigen Daten, die man überhaupt eingibt, die werden nach 7 Tagen gelöscht und die Server stehen in Deutschland. Sie haben die Möglichkeit, eben eine Terminumfrage zu machen oder auch ein Thema zu finden. Sie melden sich auch selbst als Umfragenersteller nicht an, sondern Sie erstellen wirklich nur die Umfrage und geben dann Ihre E-Mail-Adresse ein. Dann bekommen Sie an diese E-Mail-Adresse 2 Links. Einen, den behalten Sie für sich zur Verwaltung der Umfrage und den anderen verschicken Sie an die Menschen, die Sie dazu teilnehmen, dazu einladen möchten. Entschuldigung. Hier unten bei den Umfragen kann ich sehen, welche ich erstellt habe. Hier zum Beispiel habe ich für unseren Testlauf zu dieser Coffee Lecture eine Umfrage erstellt, wo ich die Daten verwalten kann, sehe, wer schon mitgemacht hat bei der Terminfindung. Ich könnte jetzt im Nachhinein noch eine Spalte hinzufügen und noch ein Datum oder eine Uhrzeit mit dazugeben. Und dann könnte nochmal neu abgestimmt werden. Und das war es dazu auch schon. Dann macht jetzt Frau Neuberger weiter mit den verschiedenen Kommunikationstools. So, von hier aus übernehme ich und gebe auch gleich mal meinen Bildschirm frei. Eine Sekunde. So, ich möchte kurz zusammenfassen. Wir zeigen jetzt sehr viele verschiedene Tools in diesem Vortrag. Und keine Sorge, wir haben ein Handout für Sie vorbereitet. In dem Handout finden Sie auch die Links zu den Tools oder zu Anleitungen zu den Tools. Und wir haben es auch in unserem Coffee Lecture ISIS-Kurs abgelegt. Also keine Sorge, Sie müssen sich das jetzt nicht alles merken. Okay, los geht's. Wir stellen uns jetzt vor, wir haben eine Gruppenarbeit aufgekriegt. Wir haben einen Termin für die erste Besprechung gefunden. Und jetzt ist die Frage, wie kommunizieren wir denn am besten? Weil manche Leute mögen WhatsApp, manche Leute mögen ja Facebook lieber. Genau, aber wir wollen uns jetzt mit den Kommunikationstools, gerade weil es ja schon sehr viele gibt, nicht zu sehr aufhalten. Es gibt ja zum Beispiel auch Discord oder Skype, die werden alle bereits benutzt. Und deshalb stellen wir jetzt eher Tools vor, die von der TU lizenziert sind und dementsprechend hoffentlich ein paar mehr Funktionen auch bereitstellen, die gerade für die Gruppenarbeit, für die Projektarbeit geeignet sind. Und anfangen tun wir jetzt hier mit WebEx Teams. Da habe ich von unserer TU-Seite, von Campus Management, die Anleitung schon mal geöffnet. WebEx Teams ist von uns lizenziert, dass jede Person, die einen TU-Account hat, was ja die meisten von Ihnen haben, kann das entweder im Browser nutzen oder installieren. Wir empfehlen es zu installieren, weil dann alle Funktionen auch wirklich vorhanden sind. Und jetzt öffne ich WebEx Teams hier auch gleich mal. So sieht die typische Oberfläche aus. Hier hat man, wenn man hier draufklickt, kann man alle Personen, mit denen man schon mal in Kontakt war, öffnen und einsehen. Das mache ich jetzt aus Datenschutzgründen nicht. Und in WebEx Teams kann man verschiedene Gruppen einrichten und Leute in die Gruppen einladen. Also zum Beispiel Referat 2 Wintersemester zum Thema Genetik kann ich eine Gruppe einrichten und dann hier oben untersuchen und treffen kann ich Teilnehmer auch einladen. Und wenn sie das annimmt, dann würde sie auch dieser Gruppe beitreten. Und so sieht dann also eine Gruppe aus. Und dann kann man zum Beispiel einsehen, okay, wer ist in dieser Gruppe? Das bin bisher nur ich. Man kann unter Inhalten, wenn man zum Beispiel gerade an einer Datei arbeitet oder ein Foto zeigen möchte, das man für einen Vortrag vorbereitet hat, kann man das hier teilen.
Man kann ein Whiteboard öffnen, um zum Beispiel schnell, spontan gemeinsam Notizen auszutauschen und Ideen zu sammeln oder auch Webseiten teilen. Und man kann natürlich einfach ganz leicht in der Gruppe live chatten. Also wenn jetzt alle Gruppenmitglieder, die zu einem Referat dazugehören, hier drin sind, können wir einfach schnell chatten und uns besprechen, wer gerade was macht. Und die praktischste Funktion von WebEx Teams, finde ich, ist, dass man sich auch spontan wirklich übers Internet anrufen kann und so sehr spontan Besprechungen machen kann. Sowohl in der gesamten Gruppe sich anrufen, ein Treffen starten, oder man kann eine einzelne Person auswählen, mit der man vielleicht gerade was klären möchte und diese Person dann halt anrufen, aber natürlich ohne Kosten. Man benötigt nur das Internet und sein WebEx Teams Account. Das ist also eine sehr praktische Einrichtung, wo man sehr viele Funktionen in einer einzigen Anwendung hat, die der Kommunikation und dem Informationsaustausch hilfreich sind. So. Als nächstes eine weitere Anwendung, die die TU lizenziert hat, ist, das ist eine recht neue Anwendung, die Ihnen vielleicht noch gar nicht bekannt ist, vermutlich noch nicht bekannt ist, die auch noch nicht so weit benutzt ist. Das ist der Matrix InnoCampus Chat. Und diesen Chat wiederum kann jede Person mit einem TU-Account verwenden und sich einloggen. Und in dem Chat gibt es entweder die Möglichkeit, öffentliche Räume zu erstellen. Und wenn ich jetzt mal auf Erkunde öffentliche Räume klicke, also so sieht diese Anwendung aus, die ich jetzt im Browser geöffnet habe. Hier habe ich nichts installiert. Und wenn ich jetzt mal öffentliche Räume erkunde, sehe ich, okay, da sind zum Beispiel Freitagsrunden, wo man sich einfach unterhalten kann. Es gibt für bestimmte Studiengänge einen Chatraum, in dem auch einiges an Leuten drin sind. Das heißt, da könnten Sie mal schauen, ob es für Ihren Studiengang vielleicht schon einen Raum gibt. Und das ist dann eine sehr praktische Variante, Studierende zu treffen und kennenzulernen aus dem eigenen Studium, obwohl man sich ja zurzeit nicht vor Ort sieht. Aber das sind wirklich die öffentlichen Räume. Und wenn wir jetzt natürlich für ein Gruppenprojekt zum Beispiel, würden wir ja keinen öffentlichen Raum benutzen. Da sollte es ein privater Raum sein. Und dann kann ich hier bei Raum einfach auswählen, einen neuen Raum zu erstellen. Das habe ich jetzt mal in Vorbereitung für diese Coffee Lecture schon gemacht. Ich habe den Raum Coffee Lecture erstellt. Und dann habe ich den Namen vergeben. Ich könnte hier ein Bild einfügen für diesen Raum. Ich habe es bereits mit manchen Personen geteilt. Und beim Teilen des Raums, da findet man hier den Link, den man verwenden kann, um den Raum mit anderen Menschen zu teilen, damit die diesen finden können und beitreten können. Und also wenn man dann zum Beispiel, kann man diesen Link dann also mit allen anderen Gruppenmitgliedern einer Hausarbeit teilen und so alle in denselben Raum kommen. Man muss dabei nur bei Raumeinstellungen, das ist ganz wichtig, muss man unter Sicherheit und Datenschutz beachten, dass man gesagt hat, dass alle Personen, denen der Raumlink bekannt ist, dass die alle den Raum betreten können. Das ist eine wichtige Funktion und dann können auch alle diesen Raum betreten mit dem Link. Und wie Sie hier sehen, die ganz normalen Funktionen, genauso wie bei WebEx Teams, man kann in der Gruppe chatten, man kann sich Dateien zuschicken, hier zum Beispiel ein Bild. Es gibt auch viele Widgets und kleine Add-ons, die man da noch hinzufügen kann. Die wollen wir jetzt gar nicht alle ausprobieren, weil wir Ihnen heute eine Menge erzählen. Also man kann auch Anrufe starten, wenn man diese Widgets aktiviert hat. Aber so tief gehen wir da jetzt gar nicht drauf ein. Aber das ist auch eine sehr praktische Anwendung, um spontan mit anderen Menschen einen gemeinsamen Raum zu öffnen, in dem man kommunizieren kann. So, und von hier aus übergebe ich jetzt schon an Frau Schüler zurück, die Ihnen jetzt zum Thema Brainstorming und Projektmanagement ein paar Anwendungen vorstellt. Genau. Ich teile jetzt wieder meinen Bildschirm und zeige Ihnen zunächst ein Tool für Mindmaps. Sie kennen bestimmt auch verschiedene andere Tools. Wir haben uns jetzt hier für Wise Mapping entschieden. Da muss ich mich als Teilnehmerin mit einem Account anmelden. Das ist aber kostenlos. Und dann kann ich andere dazu einladen. Die müssen dann allerdings auch einen Account erstellen, um meine Mindmap zu sehen, aber auch um sie zu verändern, abzuspeichern und so weiter. Ich habe jetzt hier zu einem Thema schon etwas zusammengetragen. Ich kann hier über diese Plus- und Minus-Geschichten Hauptstränge hinzufügen oder auch wieder entfernen. Man kann Unterstränge erstellen. Sie sehen, man kann unterschiedlich komfortabel konfigurieren und layouten. Ich kann Notizen hinzufügen, die ich mir dann nachher auch ansehen kann. Ich kann Links hinzufügen, die auch angezeigt werden. Wir haben so neckische Icons, die Sie hinzufügen können, hier über dieses Gesicht, die Notizen hierüber
die Links und Sie können auch Themen miteinander in Verbindung setzen mit diesem Kringel hier. Hier laden Sie Menschen ein und definieren auch schon, was diese dann dürfen. Und Sie können das dann im Nachhinein auch speichern und runterladen. Das ist ein Open-Source-Produkt und als solches eben ganz gut zu benutzen, denke ich. Eine nächste Möglichkeit wäre, dass Sie mit einem Padlet arbeiten. Das ist im Prinzip so eine digitale Pinnwand, die Sie aber auch für unterschiedliche Bedürfnisse nutzen können. Zunächst erstellen Sie auch hier einen kostenlosen Account. Das Mitmachen geht dann nachher auch anonym. Und da teilen Sie nur den Link zu dem Padlet. Ich kann mich zu Beginn, wenn ich ein Padlet erstelle, erstmal entscheiden, welche Darstellungsform das haben soll. Je nachdem, was ich damit erreichen möchte, gibt es eben unterschiedliche Formate. Ich zeige Ihnen mal zwei Varianten, die wir schon mal genutzt haben. Einmal haben wir im Kolleginnenkreis, es sind ja auch viele dabei, die werden sich erinnern, mal ein Padlet erstellt, um Ideen zu sammeln, wie wir unsere Infothekenbereiche umstellen könnten. Und da wurden Ideen gesammelt. Man pinnt also einfach hier nur so kleine Kärtchen an die Wand und man kann die mit Bildern versehen, mit Links, mit reichlich Kommentaren und Beschreibungen. Man kann mit Daumen hoch und runter voten. Das kann ich auch einstellen, ob das möglich ist oder nicht, auch ob Kommentare möglich sind oder nicht. Und ich kann auch einstellen, ob die Teilnehmenden eben mit Namen eingeloggt sein müssen, dass man das erkennt, wer was gemacht hat oder dass das alles anonym gehen kann. Und ich kann eben auch Kärtchen zueinander in Verbindung setzen. Ansonsten habe ich auch eine andere Darstellungsform. Das geht schon fast in Richtung Projektmanagement, Planung von Aufgaben. Da kann ich das an einer Zeitlinie darstellen, was ich noch machen möchte, in welcher Reihenfolge. Pinne hier auch Karten an und kann dazu Unterpunkte erstellen. Und kann das jetzt natürlich auch mit anderen teilen über den Link. Ich kann einstellen, was alles gemacht werden kann in diesem Padlet, ob das jetzt, wie das angezeigt wird, ob das noch mit Passwort gesichert werden soll oder nicht. Kann den Link auf den verschiedenen Kanälen teilen und natürlich auch mein Padlet speichern. Ansonsten habe ich die Gestaltungsmöglichkeiten hier bei dem Einstellungsrädchen. Kann den Hintergrund vielfältig verändern. Es gibt diverse Bilder, die schon als Vorlage da sind. Ich kann aber auch eigene Vorlagen hochladen und kann dann hier eben auch einstellen, ob Kommentare erlaubt sind oder nicht, ob Reaktionen mit Daumen hoch und sowas möglich sind. Das mache ich alles hier. Und ich kann natürlich auch ganz normal in Spalten arbeiten, wo ich vielleicht Aufgaben schon mal sammle und die auch dann verschieben. Ich kann auch schon Aufgaben zuordnen zu bestimmten Personen. Das kennen Sie dann, erkennen Sie gleich wieder, wenn ich auch in das Projektmanagement komme. Hier habe ich also Spalten gestaltet, kann weitere Spalten hinzufügen. Durch Klick auf das Plus ergänze ich einfach weitere Karten mit der Gestaltungsmöglichkeit, wie wir es eben schon gesehen haben, und kann dann eben hier auch Themen verschieben oder auch löschen. Weiter geht es dann mit der TUB Cloud. Die nutzen die meisten von Ihnen ja wahrscheinlich auch schon, wenn Sie TU-Angehörige sind, aber ich weiß nicht, ob Sie schon mal auf diesen Karteikasten hier hinten gegangen sind, DEC. Das ist nämlich tatsächlich eine kleine Projektmanagement-Geschichte. Er zeigt mir zunächst an, welche Aufgaben bei mir schon fällig sind. Und ansonsten kann ich jetzt hier sehen, was ich für Projekte schon angelegt habe. Also Boards sind Projekte. Ich kann eben Neues hinzufügen und dann eben damit arbeiten. Und Sie sehen auch hier sind das kleine Karten, die ich in Spalten anordnen kann. Und diese Karten kann ich mit verschiedenen Hinweisen versehen. Wenn ich auf eine Karte draufklicke, bekomme ich die im Detail angezeigt.
und sehe zum Beispiel, dass ich ein Label hinzufügen kann. Das ist ein Schlagwort. Das sind jetzt die Schlagworte, die möglich sind in diesem Projekt. Das kann ich auch allgemein verwalten im Projekt und noch verändern. Ich kann weitere Schlagworte hinzufügen. Ich kann hier entscheiden, wem ich diese Karte zuweisen möchte. Im Moment habe ich in diesem Projekt nur uns beide Personen und könnte dann eben sagen, Frau Neuberger will das mal machen. Und dann kann ich noch eine Frist setzen und eventuell noch weitere Beschreibungen hierzu hinzufügen. Ich kann Anhänge hochladen, wie wir das hier gemacht haben mit unserem Flyer, den wir Ihnen nachher noch zur Verfügung stellen. Ich kann auch Kommentare noch einfügen und auf einer Zeitachse sehe ich, was die ganze Zeit von wem gemacht wurde. So haben Sie also eigentlich einen ganz guten Überblick, können jetzt auch hier natürlich wieder Karten verschieben und auch eine neue Spalte erstellen, wie Sie das vorher im Padlet auch gesehen haben. Nur, dass Sie eben hier noch ein paar mehr wirklich echte Planungsinstrumente an der Hand haben. Nachteil ist eben wirklich die TUP Cloud, die stellt Ihnen Frau Neuberger ja gleich noch intensiver vor. Normalerweise können Sie da Dokumente auch an Leute verteilen, die nicht TU-Angehörige sind. In dem Fall hier bei DEC ist es so, dass Sie das nur mit TU-Angehörigen teilen können. Sie können es aber dafür auch mit anderen Dateien verknüpfen, die Sie in der Cloud haben und auch mit anderen Projekten, die Sie in der Cloud nutzen. Und als letztes zeige ich Ihnen noch Trello. Das ist auch ein in den Grundfunktionalitäten kostenloses Tool. Sie können sich registrieren für die Nutzung in der Cloud, können 10 sogenannte Boards erstellen, also kleine Projekte für ein pro Team. Sie können unbegrenzte Karten da auch anlegen und Listen und 10 MB pro Dateianhang nutzen. Wenn Sie mehr haben möchten, also mehr Boards nutzen möchten, mehr Speicherplatz und auch Support haben wollen, dann müssen Sie dafür bezahlen. Aber mit den Grundfunktionalitäten kommen Sie auch schon ganz gut hin. Sie können entweder hier ein neues Board erstellen oder ich habe auch hier in dem Fall schon mal eins für uns zusammengestellt. Sie sehen, von der Gestaltung her mit den Spalten ist es auch wieder ähnlich. Es bietet nur jetzt noch mehr Möglichkeiten als die anderen beiden, die wir eben gesehen haben. Ich kann es also einerseits ein bisschen ansprechender gestalten. Ich habe die Möglichkeit, auch zusätzlich zu den vorher genannten Dingen wie Labels erstellen, die hier noch flexibler möglich sind und Einladen von Mitgliedern, auch Aufgaben verteilen, kann ich hier auch echte Checklisten einbringen und die auch schön abhaken. Ich kann auch Checklisten nutzen, die ich schon in anderen Aufgabenkarten benutzt habe. Die kann ich also hier nachnutzen. Das ist auch ganz schön. Und Sie können eben auch hier wieder Anhänge verknüpfen. Sie können Fristen noch besser vergeben, also es ist eindeutiger zu erkennen, wann eine Frist fällig ist und die Karte wird mir dann auch angezeigt, wenn sie fällig ist. Und ich kann hier Menschen jenseits meines Teams einladen, also Gäste zu diesem einzelnen Board. Ansonsten arbeite ich im Team, das ich gestalten kann. Da lege ich vorher schon Mitglieder fest, die ich da reinpacke, wo ich mit einem Team zusammenarbeite und dann kann ich pro Projekt die Teammitglieder nochmal unterschiedlich gestalten, also da nur einzelne Mitarbeiterinnen mit reinnehmen und wie gesagt auch Gäste und dann kann ich hier noch komfortabler einfach das Icon der Person auf eine Aufgabe ziehen und dann ist diese Person dafür zuständig. Ansonsten haben wir hier noch das Menü, wo ich sehen kann, was ich da für dieses Board alles festgelegt habe. Ich kann den Hintergrund wieder wechseln. Ich kann natürlich die Karten durchsuchen. Das ist ganz praktisch, wenn ich da sehr viele Karten drin habe. Man kann kleine Sticker noch hinzupacken, zum Beispiel, wenn was erledigt ist oder so. Der Butler gibt immer noch Tipps zur Gestaltung, ist also so eine Hilfefunktion. Und man hat sogenannte Power-Ups, wo Sie mit anderen Tools noch verknüpfen können. In der kostenlosen Variante hat man nur eine Verknüpfungsmöglichkeit. Zum Beispiel könnten Sie zur internen Kommunikation mit Slack
kombinieren oder aber mit Google Drive, um die Daten da abzulegen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Es gibt dazu auch eine Open-Source-Variante. Allerdings muss die installiert werden und das ist nicht ganz so einfach. Die heißt WKAN oder WKAN. Ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht. Von daher sei es hier nur erwähnt, wer Open-Source-Fan ist. Aber das hier ist tatsächlich leichter zu benutzen. Und dann macht Frau Neuberger wieder weiter mit der Dateibearbeitung. Genau. Wir haben jetzt also Kommunikationstools vorgestellt. Wir haben vorgestellt verschiedene Tools, wie Sie einen Überblick behalten können über Ihr Projekt und die Arbeitsabläufe, die stattfinden oder noch stattfinden müssen. Und jetzt möchte ich Ihnen, da müssen Sie noch gar nicht hinschauen auf meine Freigabe, da möchte ich Ihnen jetzt verschiedene Tools also vorstellen, mit der Sie tatsächlich Dateien bearbeiten, teilen und speichern können. Und das ist natürlich wichtig, wenn man gemeinsam an einer Präsentation arbeitet oder ein Word-Dokument hat, das man bearbeiten möchte, einen Text. Und man möchte nicht ständig per E-Mail Word-Dokumente hin und her schicken müssen und am Ende versehentlich an verschiedenen Versionen der Datei arbeiten. Und um sich das alles zu sparen, gibt es verschiedene Live-Programme, mit denen man live Textbearbeitungsdokumente bearbeiten kann und auch sofort alle Veränderungen sieht und nachvollziehen kann. Und so kann man halt in einer Gruppe gleichzeitig an Dokumenten arbeiten. Und jetzt wird jeder sagen, ja, okay, Google Documents kennen wir alle. Wir haben auch versucht, Alternativen zu finden, die nicht über Google laufen. Für die Leute, die gerne ihre Daten doch ein bisschen privater halten möchten. Also Google stellen wir jetzt nicht vor. Wir nehmen einfach an, das kennen Sie alle. Und stattdessen haben wir hier ein paar Alternativen. Die allererste Alternative ist dieses Etherpad. Vielleicht fanden manche von Ihnen diese sogenannten Padlets oder Etherpads schon. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten und Anbieter von. Wir haben uns für diese Variante entschieden, weil datenschutzmäßig die Server befinden sich in Deutschland. Und bei dieser Variante muss man bzw. kann man gar keinen Account erstellen. Das heißt, Sie müssen hier keinerlei persönliche Daten von sich eingeben. Wenn Sie das erste Mal das Programm benutzen, Sie sehen, es gibt es auf Deutsch oder auf Englisch erstmal hier die Erklärung, geben Sie hier einen Namen für ein neues Pad ein, das Sie erstellen möchten. Hier werden mir bereits die angeboten, die ich schon mal verwendet habe. Das merkt sich mein Browser. Und jetzt aber die Warnung. Wenn Sie natürlich Test als Padlet-Namen eingeben, dann landen Sie in einem Padlet, das bereits andere Leute benutzt haben. Weil diese Pads sind sozusagen öffentlich, so heißen, wenn man den Namen des Pads hat oder den Link zum Pad hat, dann kann jeder darauf zugreifen. Und deshalb, dieses Pad-Test ist natürlich das Erste, was jeder eintippt, der diese Anwendung ausprobieren möchte. Und deshalb landen halt alle Leute auf demselben Padlet. Das heißt, Sie sollten, wenn Sie einen Namen wählen, etwas möglichst Spezifisches auswählen, das dann andere Leute nicht ohne Grund finden würden. Als zweite Sache, Sie sehen, hier können Sie auswählen, wie lang dieses Padlet bestehen soll. Also diese Anwendung ist tatsächlich nicht dafür geeignet, ein Dokument dauerhaft zu speichern. Es ist für die Live-Bearbeitung und Teilen mit anderen geeignet, ohne dass man einen Account erstellen muss. Und diese Frist zählt immer ab der letzten Bearbeitung des Dokuments. So heißen, wenn ich ein Dokument erstelle und es tatsächlich täglich bearbeite, dann könnte ich One Day auswählen und es würde niemals gelöscht werden, wenn ich wirklich jeden Tag dran sitze. Das ist natürlich recht unsicher, wenn man mal einen Tag auslässt, dann ist das Dokument sofort weg. Das sollte man vielleicht also nicht riskieren. Ich nehme meistens 30 Tage, das ist auch die Voreinstellung, wenn ich 30 Tage lang nicht an etwas gearbeitet habe und wenn ich weiß, dass ich länger nicht dran arbeite, dann sollte ich es lieber einfach downloaden und dann habe ich es auch exportiert auf meinem Laptop gespeichert. Genau, aber erstmal fürs gemeinsame Bearbeiten, für ein bestimmtes Projekt reicht es natürlich völlig aus, wenn man eins hat, das 30 Tage lang ohne Bearbeitung weiter besteht und dann kann man gemeinsam dran arbeiten. Und ich habe dafür hier ein Padlet erstellt. Das habe ich, wie Sie sehen, genannt Coffee Lectures 2021. Ich habe diesen spezifischen Namen gewählt, damit der halt spezifisch genug ist, dass andere Leute ihn nicht versehentlich auch ausprobieren können. Genau, und wenn man jetzt, wie man jetzt hier sieht, okay, es gibt verschiedene Funktionen, ganz normale Textbearbeitungsfunktionen. Man kann fette Schrift, kursive Schrift, man kann Aufzählungen machen oder man kann Änderungen zurück oder vormachen. Wie Sie jetzt hier sehen, dieser Text ist blau untermalt. Wenn ich jetzt was Neues eingebe, dann ist der neue Text, den ich auch eingebe, auch untermalt. Das ist eine ganz schöne Funktion, dass jede Person, die diesem Dokument beitritt, wird eine Farbe zugeschrieben. Diese Farbe kann man auch ändern. Man kann sich selbst auch einen Namen geben. So. Und dann kann jede andere Person, die da auf das Dokument zugreift, kann sehen, ah, okay, wer hat diese Änderungen gemacht?
Und wen muss ich zum Beispiel ansprechen, wenn mir die Änderung nicht gefällt? Und dann gibt es aber natürlich auch die Funktion, wenn man sagt, okay, das ist die finale Version, wir wollen das nicht mehr bearbeiten, dann nehmen wir die Farbe einfach weg und ab jetzt, also und dann ist dieser Text nicht mehr farbig untermalt. Außerdem gibt es natürlich auch noch die verschiedenen Varianten. Hier gibt es die Möglichkeit, live direkt mit Leuten zu chatten. Man kann aber auch im Dokument selbst einen Kommentar abgeben. Man kann sich die Versionshistorie ansehen und zu schauen, okay, vor 3 Tagen, da gab es einen Text, den habe ich gelöscht, den will ich jetzt doch wieder finden, dann schaue ich mal nach, um den wiederzufinden. Und natürlich die allerwichtigste Funktion hier, man kann das Padlet teilen. Wiederum, man kann es nur für den Lesezugriff teilen oder man kann es auch fürs Bearbeiten teilen, dann ändert sich der Link immer leicht und dann kann man diesen Link einfach den anderen Teilnehmern einer Gruppenarbeit zuschicken und dann können alle hier live dran arbeiten. Und wenn jetzt jemand anderes hier auch noch online wäre, könnte man auch direkt sofort live die Veränderungen sehen, was der andere, die andere Person verändert. Genau, hier sehen Sie auch noch die Kommentarfunktion und ganz am Ende können Sie das Padlet auch exportieren. Genau. Das ist die Funktion, die tatsächlich halt ohne jeden Account, ohne jede Kosten oder irgendwelche Daten direkt benutzt werden kann von allen, ohne jede Lizenz. Und jetzt fangen wir an, jetzt stelle ich Ihnen noch 2 weitere Anwendungen vor, die auch zur gemeinsamen Dateibearbeitung geeignet sind, aber auch zum Speichern von Dateien. Und da gehe ich erstmal auf die TubCloud ein, die meine Kollegin ja vorhin schon kurz erwähnt hat. Die TubCloud, hier finden Sie auch online eine Anleitung, die, wie gesagt, auch in unserem Handout ist. Also müssen Sie jetzt nicht suchen. Und das ist eine kostenlose Variante für alle TU-Angehörige, ist quelloffen. Und es bietet einen Cloud-Speicher zum Ablegen und zum Bearbeiten von Dokumenten. Ich habe hier meine TubCloud schon offen. Das ist die Startseite meiner TubCloud. Ich bin jetzt eingeloggt. Wenn Sie hier auf der Anleitung sind, können Sie die TubCloud einfach über den Link finden, melden sich dann mit Ihrem TU D-Account an und landen hier. Und dann sehen Sie die ganz typischen Funktionen. Man sieht hier, wie viel Datenspeicher ich noch frei habe. Weil ich TU-Mitarbeiterin bin, habe ich 200 GB. Als TU-Studierende haben Sie 50 GB standardmäßig zur Verfügung. Ist also jetzt keine Riesenmenge. Es gibt hier eine Liste von freigegebenen Dokumenten, die Sie mit anderen geteilt haben, Favoriten und Neueste. Es gibt hier auch einen extra Ablageort für Fotos. Das heißt, da können Sie eine schöne Fotogalerie für sich selbst haben, wenn Sie das möchten. Jetzt gehen wir aber erstmal auf die Möglichkeit des Dateienhochladens ein. Einerseits können Sie eine bereits vorhandene Datei natürlich einfach hochladen oder Sie können live im OnlyOffice ein neues Textdokument erstellen. Und zwar ein Textdokument, eine Tabelle oder eine Präsentation. Das sind die drei Arten von Dokumente, die OnlyOffice in der TubCloud unterstützt, die man dann gemeinsam bearbeiten kann. Und hier unter Dokumente habe ich mal ein Dokument vorbereitet. Das ist Coffee Lectures 2021. Sie sehen hier, es ist shared. Dass, wenn ich darauf klicke, dann kann ich mir anschauen, unter welchen Bedingungen ich es geteilt habe. Und ich sehe, okay, ich habe es als Link geteilt. Ich kann den Link, den ich dazu verwende, hier auch nochmal kopieren und dann an andere Leute schicken. Und hier sehe ich, ganz wichtig, sehe ich, unter welchen Bedingungen ich es geteilt habe. Und dieses Dokument, Coffee Lectures 2021, ist so geteilt, dass man es bearbeiten darf. Man darf es also auch downloaden, das ist nicht verborgen. Es hat keinen Passwortschutz, das könnte ich aktivieren, dann muss ich ein Passwort eingeben. Das darf ich nie vergessen. Aber den habe ich jetzt mal deaktiviert. Und es hat ein Ablaufdatum, nämlich bis zum 3.3. ist dieses Dokument geteilt. Und danach ist es nicht mehr geteilt. Das heißt, das muss man auch immer bedenken, ob man ein Ablaufdatum setzen möchte oder nicht. Das kann ich auch deaktivieren. Wenn ich jetzt wieder in dieses Dokument reingehe, sehe ich ganz normal hier eine Textbearbeitungsfunktion, ein bisschen mehr Funktionen als beim Biopad angeboten sind. Zum gemeinsamen Bearbeiten kann man sich absichtlich, das ist nicht automatisch mit den Farben, aber man kann sich absichtlich eine Farbe vergeben, um unterscheiden zu können, wer was geschrieben hat. Das sollte man miteinander besprechen. Man kann für die Zusammenarbeit ganz normal, kann man nachverfolgen, wenn Veränderungen stattfinden. Und es gibt auch hier die Möglichkeit, Kommentare zu geben, zu den Veränderungen von anderen Leuten zum Beispiel. Aber da können wir jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, da wir dafür zu viel noch zu erzählen haben. So, das war jetzt die schnelle Einführung in die TubCloud. Bei der TubCloud ist das Tolle, um ein Dokument hochzuladen und zu teilen, muss man tatsächlich einen TU-Account haben. Aber wenn man es dann per Link geteilt hat, also man kann es hier auch an Personen freigeben,
Aber wenn man es per Link geteilt hat, dann können tatsächlich auch Leute ohne TU-Account darauf zugreifen. Das heißt, sie können dann auch mit Leuten zusammenarbeiten, die nicht TU-Mitglieder sind und diesen den Link zuschicken. Das ist schön an Cloud. So, und jetzt gehe ich gleich weiter zur nächsten Anwendung. Und das ist der Microsoft Office OneDrive. Und, Entschuldigung, hier ist auch nochmal eine Anleitung fürs OnlyOffice, die später geteilt wird. So, hier haben wir den Microsoft Office 365. Das ist, Microsoft Office kennt jeder von Ihnen und die TU hat das für TU-Angehörige lizenziert, dass man dieses gesamte Office-Paket umsonst entweder online, in der Online-Environment benutzen kann, also dort dann Word-Dokumente und so weiter und Excel-Dokumente bearbeiten kann, oder dass man es tatsächlich auf einem eigenen Gerät auch installiert. Und hier sehen Sie die verschiedenen Sachen, die dazu verfügbar sind. Der erste Login bei Microsoft Office ist etwas kompliziert, weil man es erstmal in seinem eigenen TUB-Portal aktivieren muss, diese Option. Aber wenn man es dann erstmal gemacht hat, kann man hier über diesen Link einfach draufklicken. Man wird weitergeleitet, loggt sich wieder mit seinem eigenen TU-Account ein. Moment, das mache ich jetzt mal. So. Okay, der hat erkannt, ich bin bereits eingeloggt und jetzt möchte ich Ihnen ja, das ist jetzt erstmal die ganz normale Office 365-Environment, wo man halt Dokumente erstellen kann, wo man auch hier, wird einem gleich angeboten, dass man es auch installieren kann auf dem eigenen Laptop. Das möchte ich jetzt nicht machen. Ich gehe jetzt zum OneDrive. Das ist der Cloud-Dienst, den Microsoft Office zur Verfügung stellt, um Dokumente online unabhängig vom Gerät zu speichern und zu teilen. Und hier habe ich jetzt bereits ein paar Dokumente, genauso wie bei TubeCloud, kann ich vorhandene Dokumente hochladen oder neue erstellen. Es gibt aber anders als bei der TubeCloud ein paar mehr Dokumenttypen als bei der TubeCloud. Und wiederum, wenn ich es hier anklicke, habe ich hier mein Testdokument. Ich habe all die normalen Funktionen, die man, wenn man Word benutzt, bereits gewohnt ist. Und ich kann hier das Dokument auch freigeben, indem ich zunächst auswähle, können die Leute, die es haben, die den Link haben, auch bearbeiten? Oder können sie es nur einsehen? Und dann kann ich über Link kopieren, den Link einsehen, ihn kopieren und an andere Leute schicken. Und wiederum, genauso wie bei der TubeCloud, wenn man den Link hat und die Freigabe so eingestellt ist, dass man dann auch bearbeiten kann, dann muss man sich nicht erneut bei Microsoft Office mit seinem TU-Account anmelden, um das nutzen zu können, sondern man kann einfach den Link öffnen und kann dann jederzeit ohne Login am Dokument arbeiten. Und das zählt auch für Leute, mit denen man das Dokument teilt, die keinen TU-Account haben, die können daran auch arbeiten. Genau. Also das ist eine schöne Möglichkeit für die, denen es vielleicht noch gar nicht bewusst war. Sie können als TU-Angehörige völlig umsonst ein volles Office-Paket nutzen, installieren auf ihren Geräten, auch auf mehreren Geräten, also auf 5 Geräten pro Person, glaube ich, und haben so Zugriff auf dieses Office-Paket. Genau, das waren jetzt eine Menge verschiedener Anwendungen zum Thema Dokumente bearbeiten und speichern und deshalb habe ich eine kleine Folie dazu gemacht zum Vergleich dieser Anwendungen. Das ist die kleine Tabelle, also Etherpad Lite. Der Vorteil, es ist unabhängig von jedem Login, jeder Lizenz. Es nimmt keinerlei Daten mit. Die TubeCloud, es ist ein sehr einfacher Login. Die Anzahl an Dokumenttypen, die es gibt, ist nicht so groß und es hat nur 50 GB Speicher zur Verfügung. Aber generell reicht das meistens aus. Und am Ende MS Office OneDrive. 1 TB Speicher hat man da tatsächlich zur Verfügung. Man hat das volle MS Office-Paket. Aber für die, die vielleicht gar kein Microsoft Office nutzen möchten, ist das dann vielleicht nicht die Variante, die man nutzen möchte. Ja, und das war jetzt, wir haben ein bisschen überzogen, aber damit sind wir jetzt auch fertig mit dem Vortrag. Ich hoffe, das war nicht zu viel und jetzt ist Ihre Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Oder wenn es schon Fragen gab, würden wir versuchen, die zu beantworten. Genau, es gab eine Frage im Chat, ob man gleichzeitig an einer Mindmap in Wise Mapping arbeiten kann. Okay, also man sieht es erst, wenn eine Person etwas verändert hat, muss die Person es sichern. Und genau. Wenn man es dann neu lädt, sieht man erst die Veränderungen der anderen, aber man kann nicht live gemeinsam dran arbeiten, von unterschiedlichen Orten aus. Das ist natürlich schade.
Wir haben alle, also alles, was wir heute gesagt haben und das Handout finden Sie auch auf unserem ISIS-Kurs zum Thema Coffee Lectures und auch die Informationen zu vergangenen Coffee Lectures. Und ja, die finden einmal im Monat statt. Nächster Termin ist zum Thema Urheberrecht und Creative Commons Licenses. Also wen das interessiert, können Sie gerne wieder reinschauen. Und vielen Dank, dass Sie da waren. Ich hoffe, es war hilfreich. Tschüss. Tschüss, einen schönen Tag.